Hatte ich das also nicht schon? Ich verstehe. Nee, das nicht. Aber hier haben wir einen Teiltreffer, das heißt eine Verwandtschaft. The mitochondrial DNA from Lyle's blood is a match to that from the amniotic fluid. Oh Gott, auf die Kombination muss man aber auch erstmal kommen. Wie krass. Müssen wir nochmal mit Madame hier reden, oder? Och, wieso redet sie mit uns nicht? Gnarf. Ich meine, die Statistik ist zum Glück noch nicht weggefallen, aber... half seinem Stiefvater gelegentlich bei den Vorbereitungen zur Show. Behauptet, sein Blut gelangte auf den Generator, weil sein Vater ihn darauf stieß. Behauptet, dass sein Stiefvater ihn und seine Mutter misshandelte. Half ihr Mann gelegentlich bei den Vorbereitungen zur Show, behauptet, sie hätte die Lebensversicherung ihres Mannes komplett vergessen, streitet ab, von der Krebsmedizin ihres Mannes gewusst zu haben, ihr Fruchtwasser wurde an einer von Andrews Krebstabletten gefunden. Fand die Leiche und rief die Polizei, sagt, er war in einer anderen Einheit, als er den Kohlenmonoxidalarm hörte, hat weder das Gaswerk noch die Feuerwehr als Reaktion auf den Alarm angerufen, hat niemand anderen außer Andrew Levesque, seiner Frau und seinen Stiefsohn im Lagerhaus gesehen. Irgendwas stimmt da doch nicht. Ja? Na, wie geht's? Not too bad. Busy day. You know how it is. Let me know if you identify a suspect. Okay. Reden wir mal mit Brass. Okay, der hilft uns auch gerade nicht. Dann schauen wir uns mal den Proberaum nochmal an. Der Typ ist immer noch nicht aufgetaucht. Na gut. Ich frag ungern, aber was nun? That capsule we got from the Vic's throat is a bit of a mystery, huh? Was zum Henker soll ich denn noch mit der Kapsel? Ups, falsches Zimmer. Was soll ich denn noch mit ihr anstellen? Ich hab doch... oder? Ach so, was ist denn das? Hä? Was ist denn das? Ach, das Pulver aus Pille in Speiseröhre. Och, Leute. Wie fies. Das habe ich echt nicht geschnallt. Oh, Mano. Ich bin gerade echt so... mit den Gedanken, wer weiß wo, oder? Mensch, das ist jetzt, peinlich. It's sugar. They say a spoonful makes the medicine go down, but I think they mean along with, not instead of. We've got a capsule of cancer meds, but there's no actual medication in it. Mr. Levesque wasn't getting what he thought he was getting. We should double check the tox report with Robbins. He didn't say anything about methotrexate, but we should be sure. Okay. Jetzt kommen wir doch langsam mal in die Pötte, nachdem wir hier um den heißen Brei herumgerannt sind. Nur um das zu bestätigen, im Tox-Bericht steht nichts von Methotrexat. Unfortunately for Mr. Levesque, no. Methotrexate might have helped his condition. It's often prescribed as part of a chemotherapy suite. Andrew Levesque was killed by carbon monoxide poisoning, but somebody was trying to kill him by denying him cancer meds. We don't have one crime to solve. We have two. Wow. Aus 1 macht 2. Ich glaube, so nenne ich die Folge an dem Punkt dann auch. Und dazu... How's the Levesque case going? Did taking over the garage get us anything more than extra paperwork? It did, sort of. We know that the generator wasn't the cause of death. Negative results are still results. Is that all?
Well, we're looking at two crimes. Attempted murder by medication denial and some flavor of homicide, negligent or otherwise. Negligent? You thinking of anyone in particular? I like the landlord for it. There are some generator-related holes in his story that don't fit the evidence. Follow that up, but get something conclusive. He's a doctor and a landlord, so he's probably ready to lawyer up if he smells trouble. Now, tell me about the medication denial. Andrew had cancer, no remission about it, and we found a fake cancer pill in his esophagus. Any suspects? We're working on it. Great. Keep me posted. Yeah, I got in touch with Dr. Minotto, and he's on his way back. He should be there by the time you get there. Der Regen wird schlimmer. Wie wir hier im Video sehen, wollte ich sagen, meine Güte. Und der Fall wird undurchsichtiger. Entschuldigung, Dr. Menotto, wohin führt diese Lüftung? It leads to the boiler room. It's centrally located between all my warehouse units. So, einen Moment, meine Katze macht leider ein wenig Terror. Ich werde hier an der Stelle leider einen kurzen Cut machen müssen. Einen Moment. Ja, heidiho, da bin ich wieder. Sorry für den Cut. Kann mir mal bitte jemand erklären, warum Katzen immer mitten in der Nacht Terror machen müssen? Okay, sie sind nachtaktive Tiere, das ist mir klar. Aber wenn man den ganzen Tag über versucht, dieses Terrortierchen, wie ich es freundlicherweise gerne nennen möchte, bespielt, bespaßt, sie ist noch jung, da ist es klar, dass sie Spiel und Spaß will. Man kann aber auch nicht jeden Tag ein neues Spielzeug kaufen, weil hier die alten langweilig werden. Man bespielt und bespaßt sie also und trotzdem wollen sie abends noch mehr. Man spielt 2-3 Stunden am Stück mit ihnen, will das Spielzeug gerade wegräumen in dem Moment. Sie ist eigentlich schon total am Hecheln, ne? Sie ist total kaputt. In dem Moment, wo man... Ja. Zu schnell geredet für Hirn mit Kopfschmerzen nicht gut. In dem Moment, wo man es wegräumen will, taucht sie auf, sitzt nach dem Motto, hey, ich bin wieder fit, wir können weitermachen, nicht wegräumen, bespaß mich. Oh, ich denke gerade, oder beziehungsweise rede schneller, als ich gerade denken kann, und das ist nicht gut, weil meine Zunge sich dann verknotet und so komische Laute von sich gibt. Ja, also haben sie den Schlüssel zum Heizungsraum bei sich, und mein knarzender Stuhl meldet sich ebenfalls zu Wort. Yes, of course. Well, I don't have keys anymore. I have a key card. All the locks here are electronic now. Can you believe it? Pretty soon we'll just need to talk to the locks, am I right? Würden Sie uns in den Heizungsraum führen? No, not at all. Please follow me. Die englischen Texte, die Sie sagen, sind manchmal sehr witzig, wenn man die deutschen Übersetzungen sieht. No, not at all. Please make yourselves at home. I'll be next door, as I promised. Great. Don't go anywhere. Gehen Sie diesmal bitte wirklich nirgendwo hin. Nicht wie beim letzten Mal. Och ja, wir gehen in irgendeinen komischen Stripclub. So, was haben wir denn hier? Caution, caution, Vorsicht, gefährlich. Gefährlich, gefährlich. Komisch, komisch, komisch. Huch. Was haben wir da denn Schönes? That gas can holds 5 gallons. It's almost empty. Oh, und seht ihr das, was ich sehe? Das Ding wurde bewegt, aber ich kann leider... Wow, what a piece of junk. It's gonna take a lot more than cock to fix this furnace. I wonder if it even works. Wo ist denn... Aha. Uh-huh. Looks like one of those vents could lead right to the practice space. Oh, oh, oh. Na, sieh mal an. No prints there. Da ist ein... No trace fluids there. Da ist ein fetter Abdruck drauf, ne? This cock is still tacky. It hasn't been here long. The furnace still works, though. I think we caught our source of carbon monoxide red-handed. I'll have Brass contact the gas company, get him to turn off the gas. Then we'll process the pipe. Ah, Mensch. We don't need to make a mold of that. Da ist ganz dick ein Fingerabdruck zu sehen, Mann.
geht doch. Somebody knows how to make a good impression. Danke, Mensch. Ehrlich, dass das immer so kompliziert. I can't believe this thing still works. Look at how badly it's corroded. Dass es immer so schwer sein muss, ne? Furchtbar. Furchtbare. It's me, der Furchtbare. So, was haben wir denn hier? Scheinbar Unterlagen, auf die wir nicht zugreifen können, aber gut. Müssen wir erstmal nicht. Wir gehen wieder ins Labor und schauen uns mal das Zeug an, was wir haben. So, die Dichtmasse vergleichen wir mal mit der Dichtmasse vom Generator. Yep, cock. No surprise there. Es ist aber vor allem dieselbe Dichtmasse. Und damit müsste es auch die sein von... Super. Da haben wir das schon mal. Dann hatten wir... Nee, halt. Einen Fingerabdruck hatten wir noch. Dafür gehen wir hier hin. So. Zack, zack, zack. Jawohl. Oh, ein einziger. Looks like Dr. Minotto cocked that pipe. Okay, right now we have two possible scenarios. One, someone cranks up the furnace knowing that the leak in the pipe will flood the rehearsal space with carbon monoxide. Once our fire breather has taken his last breath, our perp comes in, seals the leak with caulk, and tries to tidy up the scene, but instead deposits traces of caulk all over the room, including on the victim. Or two, completely by accident, or what I like to call criminal negligence, the leak in the furnace floods the room with CO, overwhelming the great Andrew. Then someone comes into the room, sees the victim dead on the floor, and decides to make it look like natural causes. In both cases, our not-so-ingenious perp thought we'd think the generator was the source of the CO. And in both cases, I gotta say, I really like our not-so-good Dr. Minotto. Lieber Doktor, da haben Sie ein bisschen was zu erklären, glaube ich. Warum sind die momentan so auf dieses... Looks like Dr. Vince has a record. Nevada law makes possession of any amount of marijuana by someone under the age of 21 a felony. So, unfortunately for Dr. Minotto, he was a 20-year-old pre-med when he was busted. He was sentenced to 1 year in prison, 750 hours of community service, and paid a $5,000 fine. And he still got accepted to medical school, so no harm, no foul, right? However, recently the doctor did run afoul of the Las Vegas Housing and Building Commission. He was cited on several occasions for improper maintenance of that apartment building. Here. Take a look. Dr. Minotto paid nearly $12,000 in building code violations. And check out his last citation. Failing to upgrade gas pipes, posing a serious threat of carbon monoxide exposure. Talk about your slumlord millionaire, who's about to be charged with negligent homicide. Hey. Hm. Ich finde ja so komisch oder interessant, dass die auf diese... dieses Regenszenario in Zwischensequenzen irgendwie so pochen und das dauernd wieder hervorheben. Drei Sachen, oder? Ja. Wir brauchen einen Gerichtsbeschluss für die Durchsuchung des Hauses der Levesques. We think someone may have been tampering with Mr. Levesque's medication. Do you have enough evidence? Wie gesagt, manipulierte Tablette. Mitochondrial DNA is not definitive, but the likelihood of two recently pregnant women matching up to Lyle is small enough that I should be able to convince a judge. Und wieder wird dieses Szenario so hervorgehoben. Warum? How dare you come back here? Ma'am, we have a warrant. I don't understand you people. Why are you doing this to me? Was haben wir jetzt so Böses gemacht? Einmal davon abgesehen, dass ich gleich das Haus der Levesques mir anschaue, will ich jetzt noch kurz mit Brass reden. What do you need? Laden wir Dr. Minotto zum Verhör vor. We think Dr. Minotto may be responsible for the carbon monoxide in the building. What evidence do we have?